Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen seit langem mal wieder zurück hier auf diesem Kanal, und zwar bei The Binding of Isaac. Yay! Warum The Binding of Isaac? Das ist jetzt eigentlich eher nur so als Lückenfüller erstmal. Ich möchte einfach erstmal so ein bisschen entspannt reinstarten. Ich gucke hier rüber, ob ich auch wirklich aufnehme, weil meine Webcam ein bisschen rumspackt hier. Ja, wenn ihr mehr Isaac sehen wollt, könnt ihr es gerne sagen. Ich mache jetzt erstmal ein Run mit meinem Real Platinum God Account Spielstand. Und ja, werde einfach nebenbei ein bisschen quatschen. Ich mache einen Random Run, außer es kommt jetzt Lost oder so. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Okay, Lazarus. Ja, es kam ja jetzt sehr, sehr... Na toll, Bad Trip. Es kam ja jetzt sehr lange Zeit gar nichts. Und das tut mir natürlich auch leid, aber ich habe diese Pause echt gebraucht. Ich werde heute Abend noch ein bisschen... Autsch. Ich bin sowas von tot. Ich werde heute Abend noch was planen für den Dezember. Und ja, ihr könnt mir gerne ein paar Spielevorschläge in die Kommentare schreiben, was ich eventuell nebenbei oder so mal aufnehmen könnte, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, ich werde auf jeden Fall... Vielleicht heute Abend noch, vielleicht auch morgen über den Tag werde ich Tomb Raider aufnehmen. Ich habe eigentlich schon vorgenommen, viel früher aufzunehmen. Aber irgendwie bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Frag mich nicht, warum. I don't know. Oh, hier ist auch der... Itemraum. Oha. Ja, komm. Spawnt halt irgendwo ganz da hinten. Ja, was? Du Mistviech. Gut, der letzte. Ich möchte jetzt nicht in der ersten Ebene sterben. Das wäre ziemlich peinlich. Okay, du bist da oben. Ah. Das wäre echt ziemlich peinlich, ne? In der ersten Ebene sterben. Bams! Und ein blaues Herzchen. Was ich mir vielleicht gleich erst mitnehme. Ich meine, ich habe noch ein Leben. Best Bud Swan Protector. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste vom einen. Was wollte ich sagen? Ich nehme das blaue Herzchen mit, bevor ich doch noch sterbe. Eigentlich wollte ich das für die nächste Ebene aufheben. Aber okay. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich wollte sagen... Da möchte ich noch nicht durch. Curse of the Maze. Möchte mich umbringen. Gluttony. Vielleicht hast du ein HP. Ab! Vielleicht hast du ein HP-Upgrade für mich. Okay, kurze Konzentration hier. Nein. Ich laufe auch, glaube ich, viel zu weit weg von ihm, oder? Naja, wenigstens rote Herzchen. Ja, ich weiß nicht, in letzter Zeit war irgendwie sehr viel durcheinander. Also so. Null Motivation, null Lust, null Bock, null gar nichts. Und jetzt dachte ich mir zum Reinkommen erstmal eine schöne, entspannte Runde Isaac. Was wahrscheinlich doch nicht so entspannt wird. Alter, der Spawn Protector ist aber ziemlich schnell. The World, okay. High Priest, Mother is watching you. High Priest. Hallo, Boss. Da bekämpfe ich doch gerne mal den Boss. Und ich glaube, The World nehme ich mir gleich mit für die nächste Ebene. Duke of Flies. Boot. Bam. Schön One-Hit. Tears Up. Evil Range and Shot Speed Up. Okay, doch nicht Range Up. Tears Up.
Ja, ich glaube, zu Isaac brauche ich nicht viel sagen. Ich habe auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal gemacht. Falls ihr Fragen habt, dann würde ich sagen, ich verlinke euch einfach mal die Playlist unten in der Videobeschreibung. Und ich glaube, in den ersten Folgen erkläre ich so ein bisschen von dem Game hier. Die Folge jetzt wird auch dort in der Playlist wieder zu finden sein. Ja. Aber ich denke, Isaac müsste mittlerweile jeder kennen. So, das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus hier. Ein Bömmchen, dann könnte ich mir noch mal das Schlüsselchen holen. Ja, in den Shop brauche ich jetzt nicht unbedingt gehen. Wobei, vielleicht gehe ich doch in den Shop. Wenn dann genug Geld dabei rauskommt. Wenn dann genug Geld dabei rauskommt. Ich würde jetzt noch mal kurz schauen. Manchmal funktioniert es, dass... Okay. Bitte lass da Münzen rauskommen. Ach Mann, komm schon. Ich hasse Curse of the Maze. Schade, hat nicht geklappt. Stimmt, auf Curse of the Maze habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet gehabt. Ja, was wollte ich sagen? Jawohl. Ja, weiß ich war irgendwie die letzte Zeit durch meine Arbeit und durch Führerschein und all sowas ziemlich kaputt gewesen und hat auch null Bock auf nichts gehabt. Dadurch dann auch wenig aufgenommen, auch wenig zum Training gegangen. Wobei ich sagen muss, mit dem Training, da werde ich auch vielleicht irgendwas in Verbindung hier auf YouTube mitbringen. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich denn was finde dafür. Beziehungsweise Ideen habe dafür. Hatte ich sowieso mal ein bisschen vor, das alles mit einzubringen hier auf YouTube, aber irgendwie kam das bisher noch nicht so weit, ne? Doch, ich glaube so... Hilfe! So ein, zwei Specials, glaube ich, waren mal mit Verbindung meines Tanzens und so. Na ja. Wie gesagt, mich würde auf jeden Fall heiß interessieren, ob ihr irgendwelche Games sehen wollt. Und vor allem, ich möchte ja auch den nächsten Livestream machen. Ich glaube, den Livestream werde ich am Samstag machen. Und mich würde mal interessieren, was ihr denn dort so sehen wollt. Also ich hatte vor, mehreres zu spielen, also mich nicht nur auf eins zu fixieren. Vielleicht so mal ein bisschen hin und her switchen. Je nachdem, wie die Streamqualität das dann auch zulässt, sag ich mal. Weil ich ja noch kein Twitch-Partner bin und ich ja die Qualität, oder ihr die Qualität ja noch nicht einstellen könnt. Sondern ich das ja alles, Mums Bra. Gut, besser als nichts. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, könnt mir gerne mal ein paar Vorschläge für den Stream hier unten reinschreiben. Kann auch was sein, was ich noch nicht gezeigt habe. Ja, gehe ich. Das Stopwatch. Das blaue Herzchen ist schon mal ziemlich geil. Und du bist auch ziemlich geil. Tour of Diamonds. Hätte ich machen sollen, bevor ich... Wir setzen einfach mal The World ein. Geheimraum wäre hier unten gewesen. Tour of Diamonds. Das hebe ich mir mal auf, bevor ich... Also, dass ich wieder ein bisschen mehr bekomme. Bis ich wieder ein bisschen mehr bekomme. So, jetzt habe ich's. Ja. Ich möchte einfach mal so den Stream ein bisschen entspannt machen. Ein bisschen was random durchspielen. Vielleicht auch mit euch zusammenspielen. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich das organisieren werde. Deswegen wird der Stream auch erst am Samstag sein. Ich werde mich morgen an was wagen. Und das werde ich zum Livestream, denke ich mal, veröffentlichen. Dass ihr dann... Wow. Für mich eine einfachere Variante als TeamSpeak. Aber ich werde mal gucken, ob sich da was... Oder wie das aussieht. Aber noch nicht mehr dazu. Erstmal, das werde ich im Stream alles ankündigen. Also seid auf jeden Fall dabei. Samstag werde ich streamen. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich denke mal... Hm.
Hallo. Ich hasse meinen Controller. Falls jemand einen Xbox Game Controller loswerden will, ich würde gerne einen haben. Meine Güte, der klemmt so ein bisschen. Nee, brauche ich nicht. Mom's Bra. Gibt's auch keine blauen Steine, oder? Ist irgendwie eine, so ein bisschen durcheinander gewürfelte Folge gerade hier vor meinen Themen, ne? Sorry. Das ist ein Opferungsraum, wo es nichts zu holen gibt. Okay. Oh Gott, ich hasse diese Fliegen. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Genau, fliegt in meine Fliege. Bam. So. Es kann ja nicht sein, aber ich mache es einfach mal. Vielleicht ist es ein Schwarzmarkt oder sowas irgendwo. Kriege ich ja sowieso wieder. Vielleicht ist hier aber der super Geheimraum. Nope. Okay. Das Geld würde ich tatsächlich schon gerne haben, irgendwie. Scheiße, nicht diese verschiebbaren. Ich habe aber leider keine Bomben. Ey, warte mal. Keine Bomben? Ach, scheiße, ich habe die ja gleich wieder. Kacke. Ich brauche Bomben. Vielleicht droppt hier. Na gut, eine Bombe im Feuer ist, glaube ich, eher nicht so der Fall, oder? Oh, da wurde ich gerade bei Skype angeschrieben. Ja, dann würde ich sagen, ich könnte mir eine Bombe kaufen, aber ich guck mal, ob ich vielleicht noch. Das ist doch kacke. Ich guck mal, was ich hier für ein Item bekomme. Gott. Geist, verpiss dich. Uah. Das ist schon scheiße hier mit so wenig Platz. Vor allem, wenn der fette Geist noch hier rumfliegt. Okay, Mom's Bra. Oh, schön. Komm, bleib. Yes. Das war nicht schlecht. Na, nicht ganz, obwohl jetzt. Bam! Spawn Protector. Speed up. Nice. Multivo Baby. Ach, geh ich auf Angel Deals? Ich meine, der Nagel ist schon ganz cool. Ich gehe auf Angel Deals. Ist jetzt nicht so geiles dabei. Ich werde jetzt Two of Diamonds einsetzen, werde mir die Bombe holen, werde. Ich glaube, ich werde mir die Kiste holen, statt da hinten das Geld, weil jetzt habe ich Two of Diamonds schon eingesetzt. Eine Bombe, okay. Ich hol mir hier den super Geheimraum. Meine Fresse, dieser scheiß Gamepad. Jetzt hätte ich Two of Diamonds einsetzen müssen. Gab es da irgendwas Interessantes im Shop? Stopwatch oder Karten? Zweiter Kartenslot? Nee. Nee. Nehme ich nicht mit. Ich guck mal, was es in der nächsten Ebene gibt. Vielleicht irgendwas Besseres. Ja. Flooded Caves. Oh Gott. Bleib bloß fern von mir. Wenn, dann spring mal da hinten, du Drecksack. Das Gefährlichste bei ihnen sind echt die Bomben. Kyle, das ist gar nicht schlecht. Oh, 24 Hour. Danke. Das hat mich gerade verwirrt, dass mir das ins Ohr geschrieben wurde. Das ist ein ekelhafter Raum. Bauch, Nabel, Fussel, stirb.
Half Torn. Nice. Vielen Dank für die Hörner. Ja. Ich spüre schon die Power des Kraftraums. Noch eine Batterie. Für den Bra nicht unbedingt. Hätte ich mir doch die Karten mitnehmen sollen. Schuss. Aber vielleicht ist hier auch ein geiles Space-Item. Seit wann können die das? Das ist das erste Mal, dass ich den Angriff sehe. Das ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich schwach gegen die kämpfe. Strange. In den Zacki-Zacki-Raum gehe ich erst rein, wenn ich den Boss besiegt habe. Oh, hier hätte ich gerne eine Bombe. Man gut, ich one-hitte die Fliegen. Oh man gut, ich bin schnell! So, du explodierst, glaube ich, oder? Ja. Na komm. Schlüssel. Schlüssel habe ich auf jeden Fall genug. Da ist ein Kampfraum. Ich würde mal gucken, kurz, was es dort drinnen zu holen gibt. Ist verlockend. Trotzdem werde ich erstmal alles clearen hier. Lautschen! Genau aus diesem Grunde. Du bleib mal schön da drüben. So. Warum laufe ich hier eigentlich gleich nochmal längs? Okay. Gut. Alles halb so wild jetzt. Die kleinen Kackis sind easy going. Also ich clear gerne immer die ganze Ebene, auch wenn ich den Den Boss Rush nicht mehr schaffe. Das hört sich an wie zwei Klässler in der Schule, die am Rotzen sind. Komm schon. Ich glaube, du gibst mir viel. Solange du nicht explodierst, ist alles gut. Okay, du explodierst. Der Gelbe gibt, glaube ich, Geld. Und die explodiert. Wisst, der gibt gar nichts. Ich laufe mal ganz geschmeidig hier ran. Lard. Kann ich damit nicht Steine kaputt machen? Ich meine, ich werde langsamer dadurch, ja. Ich habe mehr Leben, ne? Ich mach's. You feel stompy, ja. Ich bin, boah, sehr viel langsamer. Oh Gott. Aber I feel stompy, das heißt, ich kann jetzt alle Steine kaputt machen. Hoffen auf den Schwarzmarkt und sowas. Dein Furz hat ein bisschen Superform, oder? Und noch ein Schlüssel. Jetzt mal ab in den Shop. Blank Card. Ah, hätte ich mir bloß das Kartending mitgenommen. Ah! Das ärgert mich jetzt. Ledge Key brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Blank Card ist schon geil. Die Bombe nehme ich nochmal mit. Und zwar, um den netten Herrn hier zu killen. Ja, doch, um den netten Herrn hier zu killen. Und er gibt natürlich nichts. Scheiße. Ja, Blank Card. Das ändert natürlich alles. Jetzt ernsthaft. Ich bin langsam, lass das. Das ist nicht witzig. Money. Okay, Boss, Chubby. Ach, so war das. Aua. Okay, jetzt bloß kein Schaden nehmen. Nice, nice, nice. Alter, ist aggressiv. Fliege, meine Fliege. Hey, das ist unfair. Schon wieder Devil Deal? Ah, Krampus. Ich nehme dich mal mit. Na toll.
Das füllt mir nicht mehr das Leben auf. Nicht Krampus, hör auf Babylon. Ich habe aber so viel Leben. Okay, ich nimm's einfach mal mit und werde jetzt in den Kampfraum gehen. In der Hoffnung auf Guppy-Items. Vielleicht. Und dann dürfen mich die nächsten Devil Deals nicht mehr enttäuschen. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Oh, komm du. Autsch noch, Mann, ey. Na komm. Next round. Okay. Aber das ging ja noch jetzt hier, ne? Und. Wow. Noch eine Münze? Okay. Blankard, Blankard. Ich könnte damit coole Sachen anfangen. Bomben. Ich brauche ganz dringend Bomben. Natürlich, jetzt bin ich in Flooded Caves und kann mit meinem Lard nicht mal was anfangen. Ich muss sehen, dass ich meine Herzen loswerde. Und zwar allesamt. Guppy's Paw wäre jetzt nicht schlecht. Zum Beispiel sogar dafür. Okay, Drew. Das zählt ja nicht als... Ernsthaft? Portable Blood Bank. So, what a horrible night. Ich mach's doch nochmal. Nice. Ist natürlich ziemlich... Mit der Blood... Verlockend, verlockend. Zwei Bossgegner. Ich lade erstmal meine Blank Card dafür auf. Dafür lade ich erstmal die Blank Card auf. Aber den Damage konnte ich echt gut gebrauchen gerade. Hui, fuck. So doof kann auch nur ich sein, ey. Gut. Okay. Blank Card mit Stück. Bringt Strange jetzt eigentlich überhaupt irgendwas? Ist doch der Horror Babylon-Effekt, oder? Nee, das war The Devil. Glaube ich. Alter, ist das schon lange her, dass ich das gespielt habe. Blankard. Huh. Und dann noch Mr. Maw. Nee, Mega Maw, oder? Komm, Steven, Damage Up, nice. Kommt gerade richtig. Kommt genau richtig. Ich bin nur arschlangsam. Schnell. Wow. Wow. Noch ein Schlüssel, okay. Wieso bin ich jetzt auf einmal so schnell gewesen? Okay, Drum. Blood Donation. Ich will schon gerne meinen Horror of Babylon-Effekt behalten. So. Wollte ich wegen Strange so... Da bitte, bitte. Okay. Ist schon... Struggeln, was ich hier gerade mache. Sehr hartes Struggle. Ich brauche halt sehr, sehr viele blaue Herzchen. Ich fühle Stompy, das heißt, ich brauche auch ganz viele blaue Steinchen eigentlich. Aber irgendwie kommen hier. Oh Gott! Enger, ekelhafter Raum. Da ist ein Würfelraum. Okay. Aber gut, ich habe so eine große Range. Ich könnte mal rein. Schauen, was da so ist. 6.
Rerollt alle Items. Warum wird mir der HUD eigentlich nicht angezeigt? Active Extra HUD. An. An. Rerollt alle Items. Auf Babylon wäre dann weg. Steven wäre dann weg. Aber auch meine ganzen HP-Ups. Vielleicht kriege ich auch neue HP-Ups. Protector. Ich schau mal, was ich hier im Itemraum bekomme. Und wenn ich beim Devil Deal auch eine Scheiße bekomme. Aber Spinnen, das sind meine absoluten Hassgegner. Schlüssel. Ist jetzt nicht unbedingt geil, ne? Aber meine Blank Card ist dann auch weg. Es ist. Ah ja, Prayer Card. Nein. Er würde gerollt werden. Ich schau mal, was im Shop ist. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Gut, so geht's auch. Ich bin nur fast tot. Piggy Bank. One on one. Hierophant. Ja. The Hierophant. Das ist schon mal ganz geil. Aber die Blank Card würde verschwinden. Und zwar bin ich gerade wirklich am Versuchen. Ich schau erstmal, was der Devil Deal zu bieten hat. Und dafür werde ich meine Strength Card gebrauchen. So. Devil Deal. Jetzt sollte ich eigentlich keine Probleme haben, den Devil Deal zu bekommen. Dadurch, dass ich dreimal Hierophant einsetzen konnte. Na komm. Oh. So, ein bisschen Money. Yay. Hey, das waren die ersten Steinchen. Hey. Scheinbar konnten wir das doch schon immer. So. Achso, jetzt mal ohne Witz, ne? Höre ich mich an wie Zombie? Irgendwie so in einer gewissen Ähnlichkeit oder so? Ich war letztens auf dem Discord-Channel von Holly und kam da rein, hab Hallo gesagt und alle, selbst Holly, dachten, ich wäre Zombie. Warum auch immer. Ich finde irgendwie, nee, nicht wirklich, aber die sagten alle so, doch, doch, eigentlich schon. Meine Stimme soll sich wohl irgendwie an Zombies ähneln. Wo ich mir denke so, nee. Oha. Das ist auch ein scheiß Gegner. Stan. Aber wenn er so weitermacht, ist ja eigentlich easy peasy, ne? Nice. Kein Devil Deal. Der Schnuller bringt mir jetzt gerade über. Warum habe ich Herzen dazu bekommen? Wo habe ich Herzen dazu bekommen? Was sagt mein Damage? 4 Sternchen. Ohne Witz, just for fun. Ich mache es jetzt. Ich reroll einfach mal. Conjoined. Mein Damage ist richtig. Alpecag. Triple Shot Alpecag. Oder ist das vom. Au! Okay, ich werde sterben. Ich kann fliegen. Bin ich Guppy? Nee, Fliege. Also fliegen Items. Awesome. Was habe ich denn alles bekommen? Dead Eye. Stammzellen. Ach komm. Was gibt's jetzt im Shop? Ohne Witz. Ich kann die Geheimräume suchen. Ach so, hier hat sich nichts geändert. Ich habe ein bisschen Panik gerade.
Na, komm. Naja. Ich darf mich nicht zu nah an die Wand bewegen. Also der Triple Shot ist jetzt nicht unbedingt geil. Okay, der Supergeheimraum ist dort. Wieso ist der Supergeheimraum jetzt frei? Da hinten ist der Geheimraum. Im Zacki-Zacki. Ich kann in den Zacki-Zacki-Raum. Ich bin nicht mehr laut. Aber dafür habe ich das. Ich habe sehr viele Angriffsorbitals. Ich kann mich sogar in den Zacki-Zacki-Raum sprengen. 24 Hours Energy. Ich habe leider kein Space-Item mehr. Das ist natürlich doof. So. Nee, nicht unbedingt. Ich komme jetzt auch daran. Perfekt. Ja, hier ist die Schriftrolle jetzt drinne. Ja gut, besser als kein Space-Item, ne? Dead Sea Scroll. Den hatte ich schon gemacht. Okay, gut. 24 Hours Energy kann ich mal kurz einsetzen. Mal gucken, was würde rauskommen. I don't know. Okay. Ist das The Soul, was ich da bekommen habe? Schade, dass sich das Space-Item auch gerollt hat. Hätte ich das vielleicht mal irgendwo ablegen sollen, wa? Die Krone. Na gut. Besser als nichts. Ach, ich hätte einen super Geheimraum. Ja, 20 Minuten sind schon lang rum. Aber ich habe scheinbar die Map. Weil aus irgendwelchen Gründen kann ich alles sehen. Oh shit. Okay. Cursed Eye. Nein, danke. Oder? Nein, danke. Alter, ich werde die. Ich glaube, ich würde sonst die Bosse sowas von One. Au! Okay. Ah ne, das ist hier das I-Know-All-Item, ne? Oh Mist. Ist schon eine fiese Item-Kombi, die ich hier habe, ne? Deck of Cards. Wobei immer noch besser als... Greed. Durch Gift gestorben. Gut, das heißt, er ist auf jeden Fall schon mal nicht im Shop. So. Ach komm, machen wir. Aua! Ob das jetzt schlau war, weiß ich nicht. Ich hab das ein Baby, ne? Deswegen können wir viel fliegen. Okay. Aua. Ich bin sowas von tot. Gut, das war dann das. Ich mag die Art von dem Triple Shot nicht, weil er so weit auseinander splittet. Jai. Ich one-hitte nicht mal diese Kackdinger. Bombe. Brauche ich zwar eh nicht mehr. Ich
Warum gehe ich eigentlich gleich nochmal die komplette Ebene ab gerade? Hey. Gut. Deck of Cards. Ich kann es mal einsetzen. Two of Diamonds. Ja, nice. Dice Shard. Tschüss. Strength brauche ich sowieso nicht mehr. Dice Shard. War ich schon im im Itemraum? Nein, war ich nicht. Den großen Raum überspringe ich jetzt auch nochmal. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Doch, ich war schon im Itemraum, oder? Sea Scroll. Ich warte aber nochmal den Devil Deal ab. Vielleicht gibt mir der Devil Deal. Boah, wie göttlich der Geheimraum eigentlich ist. Macht voll die fette Abkürzung. Eigentlich müsste ich voll außen rumlaufen. Okay, die Fliegenregel. Justice. Ach, den D20-Effekt hat er ja auch noch. Achso, da hängst du fest. Endless Nameless. Stunning Loops. Nee, mir gefällt das Kaffee auch ein bisschen besser. Oh Gott. Das war's schon? World. Gut, setzen wir mal ein. The World. The Lovers. Gut. The Lovers. Können wir jetzt uns hier auch rerollen? Ich werde jetzt nochmal im Shop nachschauen, was es dort so Schönes gibt. Orges Resistance. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh Gott, bin ich langsam. PhD. Ich kann auf jeden Fall mal ein bisschen spenden. Klemm dich dahinter, dicker Freund. So. PhD ist ganz geil. Das blaue Herz ist ganz geil. Gut, das war's dann. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Better Pulse, Health Up. Yep. Health Up. Paralyzes, Better Pulse. Was gibst du mir? Two of Hearts. Okay. Dann mal nichts wie los zum Boss. Nein, dich will ich nicht haben. Oh, hi. Oh Gott. Ging ja noch. Gut. Aua. Uff. Hallo. Ich krieg keinen Devil Deal. Oh Gott. Aber Shot Speed Up möchte ich nicht unbedingt haben. Dice. Ja. Da habe ich mein Devil Deal Item. Schon wieder Course of the Unknown. Ist doch alles kacke. Gut. Au. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich noch habe. Da ist eine Truhe. Ich habe ja genug Schlüssel. Nice. Luck up. Boss ist dort. Ich werde erstmal zum Shop laufen. Süß. So. Gott! Oh Gott! Ganz böse Item-Kombi. Yeah. Ganz böse. Okay, das ist auch viel besser. Blaue Herzchen vielleicht? Dann
Danke. Ich keine Ahnung, wie viele ich noch hab. Super Great. Hui. Schon wieder der 25-Dollar-Ding. Gut. A quarter. Ich hätte jetzt aber echt lieber was, Pyromaniac oder sowas wäre jetzt geil. Nee, Bruderherzchen bin ich noch voll. Gut, haben wir das auch erledigt. Hier müsste irgendwo genau der Geheimraum sein. Eine Menge Geld in dem Run. Okay. Was ich zwar nicht mehr brauche. Auch. Okay, ich habe zu viele rote Herzchen. Bomben brauche ich eigentlich auch null. Da unten ist der Itemraum. Gut, da gehen wir jetzt als nächstes hin. So, ich könnte mal hier Wheel of Fortune. Mhm. Ich kann ja mal gucken, welches Wheel das ist. Aua. Epic Fetus. Ich bin aber ehrlich gesagt mit Ipecac relativ zufrieden, muss ich sagen. Oh, nice. Burn Penny. Brauche ich aber nicht. Epic Fetus. Epic Fetus. Raketen aus dem Himmel. Nee, ich bleib beim Ipecac. Ipecac ist ganz. Ist eigentlich ganz geil. Spoonbänder. Oh Gott, ob das jetzt so schlau war. Health up. Will ich das denn? Ja, nee. Je mehr Leben, desto besser. So, Fragezeichenkarte. Question mark. Ja. Two of Diamonds. Nice. Death Wheel of Fortune. Kann ich eigentlich mal kurz hier ein wenig. Zocken. Das war nicht viel. Komm, machen wir mal wieder hier auf. Of Diamonds. Dann nehme ich Death mit. Okay. Autsch. Hierophant. The Hierophant. Okay, ich bin aber voller Leben. Das ist schön zu wissen. Au. Au, meine Fresse. Ich war voller Leben. Mother. Es ist, glaube ich, nicht leicht hier gerade. Au. Au. Der Wheel ist da. Ich möchte gerne zum Himmel. Book of Belial. Judas Shadow. Ich weiß ja nicht. Book of Belial ist vielleicht ganz geil. Judas Shadow eigentlich auch. Ein extra Leben zu haben, ist nicht schlecht. So belasse ich es dann auch mal. Ich habe ja Spoonbänder, ne? Okay. Deswegen lenken sich jetzt meine Ipecac-Schüssen. Wenig! Wenig ist gut, okay.
Ja. Ich habe nur noch ein schwarzes Hemd. Okay, ouch. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Okay, das gibt kein Devil Deal mehr. One hit. Strange. Okay, der hat keinen One hit. Da gibt's ein Mitleid Devil Deal. Jetzt hab ich auch noch den Greed. Die Greed-Schüsse, ey. Das ist ja mega awesome. Hallo rein. Was ein wirrer Run. Der schon fast eine Stunde durch. Eigentlich nur zum Boss, der ist geradeaus hoch. Okay. Oh shit. Gut, dann wird das wohl heute. Na komm, komm raus. Ich möchte einfach nur da hoch. Irgendwo ein Kreuz? Nein. MB. Holy shit. Holy shit. Au. Die Grund mir, warum ich eigentlich. Meine Herzen loswerden möchte, ist der Polaroid-Effekt. Luck up. Okay. Und gucken mal Luck up. Luck up. Tears. Explosive Diarrhea, Paralysis, Explosive. Strange. Okay, ich geh zum Boss. Awesome. Das war easy. Ich hätte mal Bock auf Barrier einsetzen sollen. Okay. Sorry. Boss ist ganz da hinten. Okay. Schon. So. Krieg ich die Bombe? So eine Scheiße. Au. Shit. Bolts of Steel. Kommt ein bisschen spät. Okay. Free Dollarable? Aber ich glaube, das war gerade ziemlich doof, was ich hier gemacht habe. Scheiße. Nein. Ich würde nicht Free Dollar Bill haben. Ich meine, das ist Selbstmord, eigentlich rüber zu fliegen, ne? Ja, komm. Nee, das nein. Okay. Nice. Gut. Ich
möchte mir jetzt aber keinen Schaden machen. Nur um diese kacke Kiste da zu öffnen. Ich muss da mal hingehen. Ah, Lucky Toe. Bringt mir jetzt auch nichts. 1, 2 und rein da. Lifts. Aua. Nice, das war das. Das war der mit dem Krampus. Natürlich muss der auch irgendwann kommen. Aua. Cool, okay. Ist jetzt nicht unbedingt geil gelaufen, ne? Ich würde mir aber gerne noch die roten Herzchen dort hinten holen. 100 Pro, ich werde noch sterben, ey. Ich werde noch sowas von sterben. Hier sind aber auch einige roten Herzchen drauf. Hier liegen noch ein paar. Okay, da oben liegt noch eins. Wobei, das war dumm gerade. Das war richtig dumm gerade. Warum habe ich das halbe Herzchen aufgehoben? Weil ich brauche ein halbes Herzchen. Das werde ich so auch, glaube ich, nicht mehr los. Scheiße. Nein, ich... Gut, die Runde endet nach diesem Raum dann. Weil ich eigentlich in den Himmel wollte und bin jetzt in den Teufel... In die Hölle gelaufen. Schon scheiße. Gut, dann endet damit die Runde hier, nachdem ich den Teufel gekillt habe. Scheiße. Kann ich wieder zurück? Ich möchte wieder zurück. Was bringt mir das Ganze hin? Gut, dann bringen wir das mal schnell zum Ende. Und zwar da oben. Ist jetzt auch schon 47 Minuten lang, der Run. Ist schon lang genug. Aber... Easy. Oh, hier läuft mal irgendwo einer. Strange, the stars. The stars. Aua. Ey, da war irgendwas Unsichtbares. Wheel of Force. Okay. So, wir nehmen der Death mit. Aua. Ich glaube, ich werde sowas von sterben gleich. Weil ich jetzt gerade mit Büschen sehr unvorsichtig spiele. Aber vielleicht. Nein, ich möchte da jetzt nicht unbedingt rein. Was war gerade? Two of Spades. Chariot, Strange. Wie machst du Chariot? Bringt mir aber, glaube ich, auch nicht viel mehr, ne? Okay, weiß ich jetzt. Das könnte mein halbes Herz sein. Für den Polaroid-Effekt. Nehme ich auch das Ganze mit. Okay. Aua. Mir noch ein paar Herzchen erspielen. Okay. Bulls. Dead. Tot. Gut, nur noch der Fuß. Nur noch die Füße. Gut, geschafft. Und... Das war's mit dem Run. Weil ich verkackt habe. Ach, verdammte Scheiße. Okay, für das erste Video einfach mal 55 Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. ja. Respekt, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Also wirklich Respekt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss, euer Stormy. Ich habe gerade irgendwie das Spiel geschlossen. Ohne die Aufnahme zu beenden.
Ich habe keinen Ton aufgenommen. Ach doch, habe ich. Ha.